Eine traurige Nachricht aus Malaysia. Iman ist tot. Iman war das letzte Sumatra-Nashorn, das in Malaysia gelebt hat. Ist am Samstag an Krebs gestorben. Damit gibt es jetzt in Malaysia gar keine Sumatra-Nashörner mehr. In Indonesien und auf der indonesischen Insel Sumatra, da gibt es noch ungefähr 80 dieser Tiere und die werden aufwendig verkuppelt, um die Art zu erhalten. An diesem Rettungsprogramm beteiligt sich der WWF und wir sprechen mit Dr. Arnulf Künke, Leiter des Bereichs Artenschutz. Herr Künke, Sumatra-Nashörner sind ja Einzelgänger. Wie werden die Tiere denn zusammengebracht? Das stimmt. Sumatra-Nashörner sind leider heutzutage weit verstreut. Viele Bestände sind so klein, dass mehr Tiere sterben, als neu geboren werden. Und deswegen bemüht sich eine große Allianz aus Naturschutzorganisationen der indonesischen Regierung zu helfen, die Tiere einzufangen und sie dann in Schutzzentren zusammenzubringen. Also dann nicht mehr im Lebensraum, sondern in menschlicher Obhut. Wenn das jetzt nur noch so wenige Tiere sind, haben die dann überhaupt Sex miteinander? Klappt das denn? Das ist natürlich, da braucht es etwas Fingerspitzengefühl, die Tiere dann zusammenzubringen, wenn die sich noch gar nicht kennen. Aber es gab zum Glück schon Paarungserfolge in menschlicher Obhut. Ich bin also zuversichtlich, dass wenn man die Tiere einfängt, dass es dann auch gelingt zu züchten. Im Freiland ist es natürlich viel schwieriger, wenn die Tiere weit auseinanderleben, kann es gut sein, dass sie sich gar nicht treffen. Wird dann bei der Fortpflanzung geholfen? Ja, wir werden wohl nicht drum rumkommen, alle Möglichkeiten zu nutzen, die die Forschung uns aktuell bietet. Also es wird natürlich mit natürlicher Fortpflanzung gearbeitet, dass die Tiere also einfach zusammenkommen und sich paaren. Das hatte auch schon Erfolg. Es wird auch mit künstlicher Befruchtung gearbeitet, dass also Spermien eingeführt werden in ein Weibchen. Und man forscht auch daran, auch In-vitro-Fertilisation zu machen, also dass Eizellen und Spermien im Reagenzglas zueinander gebracht werden und so Embryonen hergestellt werden. Aber präferiert wird die natürliche Variante, damit Sie das auch nicht verlernen? Ich fürchte, wir werden nicht drum rumkommen, alle diese Varianten zu nutzen, denn leider ist es bei den Sumatra-Nashörnern so, dass wenn sie sich im Freiland nicht fortpflanzen, sie dann oft Krankheiten in den Fortpflanzungsorganen bekommen. Und dann eventuell, auch wenn man sie eingefangen hat, sie auch in menschlicher Obhut dann sich nicht mehr natürlich fortpflanzen können. Aber wie stehen denn da die Chancen? Weil die letzten Sumatra-Nashörner, die es in Malaysia noch gab, die konnten ja keinen Nachwuchs bekommen. Wie steht es jetzt um die restlichen? Das ist wirklich schwer zu sagen. Bei sehr isolierten Beständen kann das sein, dass die Tiere auch wieder Krankheiten haben. Es kann aber auch sein, dass die Tiere als jüngere Tiere, also Kinder bekommen haben, Kälber. Das ist schwer zu sagen. Wir haben aber zum Glück auch jetzt schon Tiere in Haltung, die im Fortpflanzungssystem gesund sind, die also auch Kälber bekommen haben oder bekommen könnten. Und ich habe also noch Hoffnung, dass wir das schaffen können, diese Art vom Abgrund wieder wegzuzerren. Dann drücken wir die Daumen. Arnulf Künke von der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF über die Fortpflanzung von Sumatra-Nashörnern in Indonesien. In Malaysia gibt es ab sofort jedenfalls keine Tiere dieser Art mehr.